Hallo und willkommen zurück zum 8. Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Du solltest bereits das Bestimmen von Wahrscheinlichkeiten bei Kartendecks können und gemeinsam schauen wir uns heute den Technologieeinsatz, konkret mit GeoGebra, bei binomial verteilten Zufallsvariablen an. Wir beginnen mit dem Kästchen mit dem Titel Blackjack. Single Deck Blackjack wird mit 52 Spielkarten gespielt. Davon haben genau 4 Karten den Wert 11, genau 16 Karten haben den Wert 10. Jede Person erhält 2 zufällig ausgewählte Spielkarten. Hat eine Karte den Wert 11 und eine andere Karte den Wert 10 in beliebiger Reihenfolge, spricht man von einem Blackjack. Berechne die Wahrscheinlichkeit P, dass du mit deinen 2 Karten dieses Blackjack erreichst. Ich möchte dir hier wieder die Chance geben, dein Wissen zu testen. Pausiere dazu dieses Video und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Gut. Wie sollte das jetzt ausschauen? Wir haben 4 52stel, das sind unsere 4 Asse in unserem Deck, die Karten mit der Wertigkeit 11, können auch 1 sein, aber für uns ist 11 jetzt wichtig, und 16 51stel, das sind 4 Damen, 4 Könige, 4 Buben und 4 Zehner, die wir jeweils ziehen können, die eine Wertigkeit 10 haben. Und nachdem uns die Reihenfolge egal ist, gibt es 2 mögliche Anordnungen, wie wir auf dieses Ergebnis kommen. Und wir haben eine Wahrscheinlichkeit von gerundet 4,82%. Schauen wir weiter. Du spielst 1000 Runden Single Deck Blackjack. Nach jeder Runde werden die Karten neu gemischt. X ist die Anzahl der Runden, bei denen du ein Blackjack hattest. Berechne mit Technologieeinsatz die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei höchstens 42 Mal ein Blackjack hast. Wir öffnen GeoGebra dazu das Fenster Statistik und dann wählen wir die Binomialverteilung aus, geben unseren Startwert n ist gleich 1000 ein, p ist unsere Wahrscheinlichkeit, schaue da darauf, dass du wirklich einen exakten Wert eingibst. Es kann sein, dass du dazu deine Einstellungen auf mehr Nachkommastellen abändern musst. Dann wählen wir linksseitig das Intervall. Und hier haben wir den Wert 42, dass es höchstens 42 werden und wir erhalten da dann die Wahrscheinlichkeit von 0,199 etc. Genau. Passt da eventuell auf, es hat bei mir relativ lang gedauert, GeoGebra braucht ziemlich lange bei so großen Zahlen, also nicht wundern. Gut, probiere jetzt die anderen Beispiele zu lösen und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben in GeoGebra den Wahrscheinlichkeitsrechner ausgewählt, hier auf Binomialverteilung geschalten und n ist gleich 1000, die Wahrscheinlichkeit von 0,0482 etc. mit den weiteren Nachkommastellen eingeben und erhalten eine Wahrscheinlichkeit von gerundet 19,98%. Wie schaut es für die weiteren Beispiele aus? Wie gesagt, pausiere hier kurz dieses Video, falls du es nicht vorher schon gemacht hast und versuche diese Beispiele zu lösen. Gut, also für das erste Beispiel auf dieser Seite, weniger als 35 Mal ein Blackjack zu haben. Wie gesagt, GeoGebra schafft es nur mit kleiner gleich oder größer gleich Formulierungen. Das heißt, wenn wir weniger als 35 Mal haben, ist das exklusive. Das heißt, die nächst kleinere Zahl, die noch dabei ist, ist 34, also x kleiner gleich 34, also ungefähr 1,73%. Mindestens 50 mal einen Blackjack, das heißt x größer gleich 50, das heißt 50 ist dabei, das passt. Das können wir so einfach eingeben und bekommen eine Wahrscheinlichkeit von 41,96%. Öfter als 50 mal einen Blackjack. Das heißt, p von x ist größer als 50, das heißt, größer gleich 50, was wir gerade gehabt haben, minus den Wert von genau 50 oder dass wir x größer gleich 51. 51 ist noch dabei, 50 eben nicht mehr. Und wir erhalten eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 36,36%. Für mindestens 38 Mal, aber weniger als 50 Mal, pausieren wir wieder. Und fürs zweite Beispiel genauso und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Gut, beim ersten die Wahrscheinlichkeit p von 38 kleiner gleich x kleiner 50.
Wie gesagt, GeoGebra braucht bei beiden eine kleiner gleich größer gleich Formulierung. Das heißt, 50 ist nicht mehr dabei, aber noch 49. Das heißt, P von 38 kleiner gleich x kleiner gleich 49 und das sind ungefähr 52,86%. Und für genau 42 mal einen Blackjack, wie gesagt, GeoGebra braucht ein Intervall als Angabe. Das heißt, das Intervall ist hier von 42 bis 42. Also genau diese eine Säule, die wir vorher gesehen haben. Und das heißt, es sind ungefähr 4,01%.